Ich grüße euch, meine Damen und Herren, und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Opening. Warum singe ich? Das weiß ich nicht. Wir haben bis jetzt nur Scheiße gezogen in diesem Display. Ich meine, aus den letzten 12 Boostern sind die alle doppelt. Das sind ungefähr fast alle. Aber naja, hoffentlich haben sich die Primus-Karten nur gut versteckt bis zum Ende. Und die Legenden tauchen jetzt auf. Wollen wir mal gucken. Einfach mal schauen. Von den Kammen habe ich übrigens alle. Von den Ankammen nicht. Aber Müllgreifer habe ich auf jeden Fall. Und dahinter Pion Spora, Reverse Holo. Wie hätte es anders sein können? Und Vinuf Liebes. Danke. Danke für nichts. Geht genauso weiter wie im letzten Part. Das heißt, ihr seid es gewohnt. Tauboga ist neu. Das weiß ich. Tentoxa. Was ist das denn für ein Artwork? Obwohl, ich glaube, Tentara sieht auch ein bisschen komisch aus. Dragonier und denn der Fahnder in. Der hat hier so eine kleine Macke. Seht ihr das? Naja. Der Fahnder in Reverse von unten dahinter. Ui! Das habe ich gerade gar nicht erst gerafft. Celebi. Ach, Moment. Was ist denn dieses komische Kreuz da oben rechts? Ist das, gehört der zur Karte? Was soll das heißen, dieses? Oder ist irgendwas schief gelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, weil die Sonne so blendet, ist jetzt mein Schatten gigantisch. Aber das macht nichts. Celebi. Gern gesehen. Gern gesehen. Danke, dass du da bist. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Natürlich wieder erstmal von links. Unveränderte Reihenfolge wie immer. Warum sage ich's? Das weiß ich auch nicht. Voltoball, Taubsi, Nidoran weiblich, Spoink, Nebulak, Electek als Ankamen, Walmer, weiß ich nicht, ob wir nicht haben. Oh ja, jetzt geht's ja wohl los hier. Mew, was hatten wir noch als Primus? Celebi und Gengar, jetzt noch das Mew. Das ist ja wohl. Und Lunastein in. Ach, das ist Kamen, oder was? Das ist Unholo. Aber das Mew, das ist auf jeden Fall schön. Nirgendwo Verbindung. Mew kann Angriffe aller Pokémon im Nirgendwo deiner und deines Gegners einsetzen. Das Nirgendwo ist übrigens ähnlich zu setzen mit dem aus dem Spiel entfernt bei Yu-Gi-Oh! Gengar hatte da irgendwie so eine Fähigkeit. Ich weiß zwar nicht so genau, was das soll, aber okay, ich habe auch selten davon gehört, dass man da jetzt, was lüge ich eigentlich, ich habe noch nie davon gehört, dass man da irgendwie mit zum Nirgendwo spielt, aber vielleicht war es in dieser Edition mal so und dann haben sie es irgendwann wieder gelassen. Tragos und Kanivania, Schuppet, oder Schuppet, Nidoran weiblich, Inkognito, geil, Schwarzgurt, geil, Liebesfuß, geil, Dickter. Reverse Holo, Kamen, yeah, und Wailord. Haben wir nicht, aber hätten wir wenigstens ein bisschen was glitzern können. Man stellt vielleicht ein bisschen zu viel Ansprüche nach dem ersten Display. Bin ja total ausgerastet, da hat's ja in einer Tour gescheppert. Da gab es ja nur heftigen Scheiß und jetzt haben wir hier heftigen Müll. Maschok, Scho, Schlupleck, Nidorina, Nidorino weiblich und was? Darkrai und Cresselia-Legende. Nirgendwo-Krise. Ich sag's doch, hier ist doch irgendwas nicht in Ordnung mit dem Nirgendwo. Und Nidoran männlich. Oh, habe ich vorhin Nidorino gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Das ist natürlich jetzt... Ja, das ist natürlich jetzt schon wieder schön, ne? Jetzt Mew schon. In 6 Packs. 3 gute. Das ist in Ordnung. Es kann bitte so weitergehen. Hoffentlich auch jetzt mal noch eine Legende vollständig. Es fehlt auf jeden Fall. Nee, das war. Hey, das war doch. Das ist doch der untere Teil. Warum ist denn der jetzt doch richtig rum? Ich verstehe es nicht. Oder haben sie es im vierten geändert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Kunita, Dicta, Stolune, Porygon, Nebulak. Schloblek, Tentoxa, Magma, Müllgreifer, Reverse Holo. Ich glaube, sogar den haben wir schon. Taubos. Haben wir noch nicht, aber nicht in Holo. Okay, dann müsste jetzt mal wieder was Geiles kommen, damit unsere 50% bleiben. Pickel, Polygon, Griffel, Fion, Skora, Nidorina, Tauboga, Tentoxa und es ist tatsächlich so. Was ist denn hier los, ihr Attacke? Brennendes Nirgendwo. Ich habe noch nirgendwo anders so viel davon gehört. Magnezone und Torheilung. Oh, ich glaube, wir hatten selten so viele Rare doppelt, aber Magnezone scheppert natürlich richtig doll rein. Einmal während deines Zuges kannst du so viele Karten ziehen, bis du 6 auf deiner Hand hast. Das ist natürlich eine richtig heftige Poke-Power. Wenn man den erstmal rausgekriegt hat, ist das wahrscheinlich sehr, sehr nützlich. Einfach mal so 6 Karten ziehen. Oder bis man wieder 6 hat. Eine Hauptsache vorm Angriff heißt ja nicht, dass es irgendwie nach irgendwelchen anderen Aktivierungen folgen muss. Wieder nur Müll. Electric, Schwarzgurt, Nidorino. Schwarzgurt. Wow. Und Stolos, Holo. Na. Da geht doch noch was. Da geht doch noch was, meine Damen und Herren. Stolos in Holo, where? Man sieht sogar durch die Hülle alles. Wunderbar. Sekundärschlag, Abwehrklaue. Wir haben jetzt noch 4 Booster. Haben jetzt 5 Holos. Das ist gut. 5 von 8 waren gut. Bitte weiter so. Spoink. Wablu, Macholo, Nebulak, Blutzug, Kangama schon eine ankamen, Tauboga, Ultrigaria. Was ist jetzt denn? Absol Primus. Und hier die türkische Klaue. Kleiner Gag. Wähle ein Pokémon von deiner Hand und lege sie ins Nirgendwo. Was ist denn hier los? Und dahinter Diktri in ziemlich weg. Aber Absol schmettert natürlich schon wieder richtig rein. Als Basis kann man das vielleicht sogar wirklich benutzen. Ich meine, 2 Energien, 70 Schaden. Da muss ich einmal gähnen. Auch wenn es eigentlich wahrscheinlich sogar relativ gut ist oder war. Das ist schön. Solange Absol aktiv ist, lege ich jedes Mal, wenn der Gegner 1... Aha, okay. 3 Primus wäre jetzt gezogen. Und wir haben jetzt noch 3 Booster. Bitte eine Legende vollständig machen. Das wäre doch mal schön. Obwohl, jetzt wäre ich ein bisschen gierig. Jetzt kommt schon wieder ja nichts, glaube ich. Wir haben mal Enter und Voltoball, Knofenser, Quiekel. Ich habe die Befürchtung, dass wir... wieder nur Müll. Magneton. Und dahinter Groink. Warum lege ich Schlobleck und die hier hin? Das weiß ich nicht. So, 2 Booster noch. 2 Booster noch. Enton, Spawn, Kriegel, Tentacha, Zirpoze, Keifel, Zwillinge, Tentoxa. Das ist doch, Leute, das soll ernüchtern. Und dahinter Porygon Z? Aber das haben wir sogar schon, glaube ich, in Holo oder in Reverse. Ich bin mir nicht sicher. Aber trotzdem schön. Trotzdem schön. Kann man nicht meckern. Warte mal, ihn jetzt hast du doch. Alles richtig. So. Letzten Karten. Wieder Lane. Mir fällt übrigens auf, hier ist ein Celebiom in der Ecke. Nidorina, Nidorino, Sonnfell. Eine Reverse Holo Rare, trotzdem noch gern gesehen und Ditto ziemlich weg. Und dann machen wir den obligatorischen kleinen Blick über alles Gefundene. Kleinen Schnitt und dann zeige ich euch mal, was wir so gezogen haben, was gut war,
und den ganzen Rest der Scheiße war. Also bis gleich. Ich will natürlich jetzt keine großen Reden halten, sondern nur mal gucken, was wir so hatten. Also wir haben... Ich bin hier ein bisschen im Licht, aber es ist schwer möglich für mich, das jetzt zu ändern. Die 6 fehlt. Ne, Moment mal. Die 4 fehlt. Ich habe die falsch einsortiert. Nidoking und Mamutl falsch einsortiert. Das heißt, die 4 fehlt. Die 8. Und dann... Also die 11 Omod in Holo fehlt. Also wenn ich jetzt angucke, ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Und dann haben wir sogar die ganzen Rares. Wir haben jede Rare bekommen. Einmal in... zumindest... Oder? Magma auch, ja. Ja, wir haben jede Rare einmal in Lame bekommen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Immerhin. Und dann haben wir auch jede Uncommon-Karte bekommen. Brauche ich jetzt nicht großartig zeigen. Haben wir alle 100 Mal gesehen. Wir haben sogar jede Common-Karte bekommen. Wir haben auch... Wo ist es? Hier, jede Trainerkarte bekommen. Und hier dachte ich... Ja, der kam... Oder nee, er... Das Stativ ist im Weg. Hier dachte ich, wir hätten Müllgreifer doppelt gehabt in Reverse Holo. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich geirrt. Und wir haben bis jetzt noch nicht eine einzige Reverse Holo doppelt bekommen. Und das ist auf jeden Fall mal was wert, finde ich. Und dann ging es los. Absol, Primus, Celebi. Dann fehlt einer. Gengar. Dann fehlt wieder einer. Magnetzone. Mew. Und dann fehlt schon wieder einer. Ich glaube, hier ist Sirachi. Zwischen G und M könnte ich mir J gut vorstellen. Nach Celebi, also irgendwas mit D, E oder F irgendwie, weiß ich nicht. Und nach Mew fehlt auch noch eins. Aber da Celebi, Sirachi und Mew dabei sind, denke ich vielleicht Chaimin. Könnte sein. Und dann haben wir zwei Legendenkarten bekommen. Und zwar Darkrai Cresselia Legende. Die untere Hälfte, die obere wäre denn hier. Ja, da wo jetzt nichts ist, weil wir sie nicht bekommen haben. Und dann haben wir Dialga und Palkia. Die andere Hälfte wäre denn hier. Aber da ist nichts zu sehen, weil wir sie nicht bekommen haben. Ärgerlich. Ärgerlich, keine Legende diesmal vollgekriegt. Und von 8 Primus wäre 6 gezogen. Das heißt, ein Dreiviertel gezogen und die Hälfte der Legenden. Aber dafür alle Commons, alle Uncommons und alle Rares, die nicht Holo sind. Und nur 2 Holo-Rares nicht bekommen. Also ganz okay, könnte man meinen. Nee, Quatsch, wir haben nur 5 von 8 Primus bekommen. Naja, die ganzen Nirgendwo-Viecher. Ganz, ganz komisches Ding ist es. Aber das war das Heart Gold und Soul Silver Triumph Pack. Es war nicht so der volle Triumph. Da war das erste Display auf jeden Fall besser. Und jetzt haben wir nur noch dieses Set vor uns. Heart Gold, Soul Silver, unerschrocken. Das werden wir in den nächsten 3 Parts aufmachen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde es sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich hatte ein wenig Spaß, auch wenn ich zugegebenermaßen mir auch ein bisschen mehr erhofft hätte. Vor allem von den Legenden. Oder vor allem eigentlich hier von den Primus. Ne? Es gab 8 Primus. Das habe ich nach dem ersten Part gewusst. Und wenn wir nur 5 haben, ist das natürlich blöd. Aber das macht nichts. Im nächsten Pack wird's besser. Denn viel schlechter geht's nicht. Und nachdem euch jetzt allen schlecht ist, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss. Kenner.